Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, die Landeshauptstadt Dresden hat ein Breitbandförderprojekt aufgelegt, weil Breitbandversorgung mit Glasfasernetzen die Zukunft für unser Land ist, die Zukunft für unsere Stadt. Haushalte, die bisher eine schlechte Breitbandversorgung haben, bekommen mit diesem Projekt die Chance, einen Anschluss zu erhalten, öffentlich gefördert und dadurch kostenlos, wenn sie sich bis 17. November dieses Jahres zu einem solchen Schritt entschließen. Alle Informationen gibt es auf dieser Veranstaltung und in weiteren Quellen. Auch wir stehen Ihnen dafür gerne zur Verfügung. Als Partner für den Breitbandausbau haben wir in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren die Vodafone gewonnen, ein leistungsfähiger Partner, mit dem wir gerne zusammenarbeiten. Alle weiteren Informationen auf der Veranstaltung und in den weiteren Quellen, die wir zur Verfügung stellen. Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dass der Breitbandausbau in Dresden vorankommt. Davon profitieren wir alle. Herzlich willkommen. In den nächsten Minuten erfährst du alles Wissenswerte über den Vodafone-Glasfaserausbau in Dresden. Vodafone glaubt an die Gigabit-Gesellschaft. Wir wollen das modernste Kommunikationsnetz Deutschlands entwickeln. Und du kannst dabei sein. Wir bringen die Zukunftstechnologie Glasfaser in dein Zuhause. Du kennst bestimmt den Begriff Datenautobahn. In vielen Regionen Deutschlands rattern Nutzer dann noch auf einer holprigen Landstraße. Nur Schlaglöcher ausbessern reicht da nicht. Für Schnelligkeit, Sicherheit und Fahrspaß ist eine breite, frisch geteerte Autobahn wichtig. Glasfaser ist diese Datenautobahn. Für schnelles Surfen ohne Verbindungsabbrüche. Und gerade dann, wenn andere im Netz unterwegs sind. Wir informieren dich über den Glasfaserausbau in Dresden. Wir zeigen dir die Vorteile der Technologie. Und wie einfach es ist, Glasfaserkabel zu dir nach Hause zu bringen. Welche Baumaßnahmen notwendig sind. Du erfährst, welche Produkte und Tarife es gibt. Und warum du leicht zu uns wechseln kannst. Auch wenn du schon einen Vertrag mit einem anderen Anbieter hast. Warum also Glasfaser? Wir alle brauchen ein leistungsstarkes und zuverlässiges Internet. Heute und erst recht in der Zukunft. Egal, ob wir große Datenmengen verschicken, Videotelefonieren oder einen Film streamen. Und das soll natürlich auch dann zuverlässig klappen, wenn die Nachbarn ebenfalls surfen. Die Glasfasertechnologie bringt das Internet der Zukunft in jeden Haushalt. Der Bedarf nach schnellem Internet ist ungebrochen, Tendenz steigend. Jetzt stellen wir die Weichen für die Infrastruktur der Zukunft. Und die Zukunft fängt bei dir zu Hause an, direkt vor deiner Haustür. Vodafone ist die Gigabit-Company und möchte bis Ende 2021 50 Millionen Menschen den Gigabit-Zugang ermöglichen. Als Digitalisierungstreiber setzen wir auf die Glasfasertechnologie. Im nächsten Clip ist mein Kollege Max Dietrich dran. Er erzählt dir, warum es jetzt Sinn macht, auf Glasfaserleitungen umzurüsten. Warum setzt Vodafone auf Glasfaser? Könnt ihr euch noch ein Leben ohne Internet vorstellen? Das ist doch so selbstverständlich wie ein Wasser- oder Stromanschluss, oder? Nur, dass die Leitungen, die uns mit dem Internet verbinden, total in die Jahre gekommen sind. Heute fließen die Daten oft noch über alte Kupferleitungen. Also dem gleichen Material, aus dem Werner von Siemens vor über 100 Jahren seine erste Telegrafenleitung gelötet hat. Da wir immer mehr und immer größere Datenpakete verschicken, stoßen die Kupferleitungen bereits heute an ihre Grenzen. Die Folge kann ein instabiles und langsames Internet sein. Es ist höchste Zeit, dass eine zukunftssichere Übertragungstechnik die alte ablöst. Darum kooperiert Vodafone mit Städten und Gemeinden beim Glasfaserausbau. Nur Glasfaser sichert die Internetversorgung der Zukunft, bietet extrem hohe Bandbreiten und ist der Anschluss für das 21. Jahrhundert. Aha! Noch nutzen wir also jahrzehntealte Kupferleitungen. Wäre es Wasser oder Strom, kein Mensch würde gern mit solchen alten Leitungen leben. Einige Anbieter und Haushalte setzen auf VDSL. Im Film siehst du, warum auch diese Technologie kein Zukunftsmodell ist. Was unterscheidet VDSL und Glasfaser?
Das Internet kommt immer noch über Kupferleitungen, die schon vor Jahrzehnten verlegt wurden. Bei den Kupferleitungen werden die Daten über Stromsignale transportiert. Das ist viel langsamer als die Lichtgeschwindigkeit, die bei Glasfaser möglich ist. Und dann gibt es noch das VDSL. Hier werden die Datenströme bereits über das Glasfasernetz transportiert. Allerdings nur bis zu einem Verteilerkasten in der Nähe. Vom Verteilerkasten bis zum Gebäude werden dann wieder Kupferleitungen genutzt. Und die sind wie ein Flaschenhals. Denn die Geschwindigkeit beträgt hier nur noch einen Bruchteil von der Geschwindigkeit der Glasfaser. Hinzu kommt, diese Leitung versorgt auch noch andere Anschlüsse in der Nähe. Je mehr Nutzer dann gleichzeitig im Netz sind, desto langsamer und instabiler wird die Internetverbindung. Ein Netz ist also immer nur so stark wie seine schwächste Stelle. Und die heißt auch bei VDSL Kupfer. Auch wenn VDSL heute noch ausreichend erscheint. Mit Glasfaser entscheiden Sie sich für die Übertragungstechnik der Zukunft. Glasfaser ist also die Technologie, die uns mit schnellem Internet versorgt. Und das ist echt wichtig. Denn das brauchen wir für viele digitale Anwendungen und Services. Bist auch du im Homeoffice? Nicht erst seit der Corona-Pandemie arbeiten immer mehr Menschen von zu Hause aus. Eine stabile Leitung ist wichtig. Für reibungslose Videokonferenzen. Mit den Kollegen und Geschäftspartnern. Und natürlich auch mit den Liebsten. Das gilt auch für digitales Lernen unserer Kinder von zu Hause. Denn auch Homeschooling wird in der Zukunft immer wichtiger werden. Viele smarte Fernseher sind inzwischen direkt mit dem Internet verbunden. Du kannst dann Services wie Streaming oder Mediatheken nutzen, unabhängig von Kabel- oder SAT-Anschluss. Und deine Filme, wie zum Beispiel den Tatort, dann anschauen, wann du Zeit dafür hast. Und nicht nur Unterhaltungselektronik wird smarter, auch unser ganzes Zuhause. Viele von uns vernetzen bereits ihre Geräte über das Internet, steuern zum Beispiel Lampen oder Heizungen vom Smartphone aus. Insbesondere in ländlichen Regionen wird die Telemedizin, mit anderen Worten, der digitale Arztbesuch, eine immer wichtigere Rolle spielen. Aber auch das klappt nur, wenn das Internet dich nicht im Stich lässt. Nicht zuletzt steigert ein direkter Anschluss ans Glasfasernetz immer auch den Wert einer Immobilie. Die Vorbereitungen für das Glasfaserprojekt bei dir laufen schon. Solche Projekte planen und umsetzen, das ist komplex. Wichtig dafür ist ein gemeinsames Handeln. Vom Bund, den Kommunen, Telekommunikationsanbietern und auch von dir. Denn du nutzt am Ende unser Angebot. In deinem Fall unterstützen Bund und Länder den Ausbau von Glasfaser. Trotz dieser Förderung ist es wichtig, dass genügend Anwohner ihren Bedarf anmelden und sich für einen Glasfaser-Internetanschluss von Vodafone entscheiden. Als Gigabit Company sind wir überzeugt, dass Haushalte, Unternehmen und Schulen eine zukunftssichere und leistungsstarke Internetversorgung brauchen. Deshalb machen wir dir in der Vorvermarktung ein besonderes Angebot. Bei Vertragsabschluss sicherst du dir einen entscheidenden Kostenvorteil. Du bekommst den Hausanschluss gratis. Keine Baukosten, keine Installationskosten für den Techniker im Haus. Und er verlässt dein Haus erst, wenn alles läuft. Klingt gut? Ist auch gut. Aber wie kommst du jetzt zu deinem Glasfaseranschluss? Um ein Gebäude ans Glasfasernetz anzuschließen, muss dieses erstmal verlegt werden. Darum kümmert sich Vodafone in Zusammenarbeit mit der Kommune und natürlich einem beauftragten Planungs- und Tiefbauunternehmen. Nötig sind dazu nur drei Schritte. Zunächst die Verlegung der Glasfasertrassen entlang der Straße. Dann die Verlegung eines Leerrohrs auf dem Grundstück durch überwiegend unterirdische Verfahren, von der Straße bis ins Haus. Der zuständige Tiefbauer kümmert sich darum, dass alles schnell, sicher und sauber über die Bühne geht. Also, keine Angst um deinen Vorgarten. Alle Maßnahmen werden mit dir abgestimmt. Und zum Schluss? Auch die Einführung der Glasfaser ins Haus läuft schnell, sauber und einfach. Das zeigen wir dir im nächsten Film. Max, bitteschön. Die Einführung der Glasfaser in das Gebäude. Wenn die Glasfaser direkt am Haus liegt, muss sie natürlich auch irgendwie ins Haus. Und für diese Hauseinführung muss ein kleines Loch in die Gebäudewand gebohrt werden. Wenn du nicht möchtest, dass später ein Kabelzugang an deiner Hauswand zu sehen ist, dann kann dieser Zugang auch unterirdisch, zum Beispiel im Keller, gelegt werden. Wo die Bohrung genau erfolgt, bespricht der beauftragte Tiefbauer mit dir.
Ja, und sobald die Glasfaser ins Haus verlegt wurde, werden natürlich alle Löcher von innen und von außen absolut gas- und wasserdicht versiegelt. Und da, wo das Glasfaserkabel ins Hausinnere tritt, wird in unmittelbarer Nähe der Hausübergabepunkt, auch HÜP genannt, montiert. Wie der Name schon sagt, übergibt der HÜP später das Glasfasersignal an die im Gebäude installierten Komponenten. In dieser Übersicht siehst du, welche Hardware wir im Gebäude installieren. Der Hausübergabepunkt ist quasi der Verteilerkasten. Den bringen wir in der Regel direkt dort an, wo die Glasfaser ins Haus eingeführt wird. Von dort aus wird das Glasfaserkabel über die optische Wanddose zum optischen Netzabschluss verlegt. Erst dort werden die Glasfasersignale in Kupfersignale umgewandelt und umgekehrt. Wichtig: Dieser optische Netzabschluss benötigt eine Stromversorgung. Und last but not least, der Router, an den du per WLAN oder Netzwerkkabel deine Geräte anschließt. Um die Installation der Technik kümmert sich Vodafone. Und darum, dass die Internetleitung in der gebuchten Geschwindigkeit genutzt wird. Der Techniker geht erst, wenn alles läuft. Versprochen. Es ist ganz einfach, auf einen Glasfaseranschluss umzusteigen. Das Wichtigste zuerst. Der Wechsel zu einem Vodafone-Glasfaseranschluss ist ohne Risiko. Es gibt keine versteckten Kosten. Und du bist keinen Tag ohne Internet. In den allermeisten Fällen gibt's schon einen Vertrag über einen Internetanschluss. Entweder mit Vodafone oder einem anderen Anbieter. Du bist Vodafone-Kunde? Prima. Dann kannst du besonders leicht wechseln. Sobald die Glasfaserleitungen fertig sind, vereinbaren wir einen Anschalttermin, richten alles für dich ein und los geht's. Der alte Vertrag ist automatisch beendet und der neue beginnt. Auch mit Kunden, die bisher keinen Vodafone-Vertrag hatten, vereinbaren wir einen persönlichen Anschalttermin, sobald das Glasfasernetz fertig ist. Als neuer Kunde kannst du dann selbst entscheiden, ob du deinen Glasfaseranschluss sofort nutzen willst oder ob du lieber warten möchtest, bis dein aktueller Vertrag beim anderen Anbieter ausläuft. So entstehen dir keine doppelten Kosten. In jedem Fall behältst du deine Rufnummer und kannst ab dem Anschalttag gigaschnell surfen. Ein Rundum-Sorglos-Paket für dich. Die Umstellung ist also denkbar leicht. Bei Vodafone bekommst du immer den Tarif, der zu dir passt. Die einzelnen Tarife unterscheiden sich vor allem bei Upload- und Download-Geschwindigkeiten. Sind diese besonders hoch, werden Daten besonders schnell übertragen. Zum Beispiel erlaubt eine hohe Bandbreite das gleichzeitige Streaming von verschiedenen Filmen, während im Arbeitszimmer auch noch eine Videokonferenz reibungslos läuft. Für Selbstständige und Unternehmer haben wir natürlich spezielle Produkte und Tarife. Unsere Vodafone-Berater helfen dir dabei, den richtigen Tarif zu finden. Oder du probierst es einfach aus. Denn im ersten Jahr kosten alle Tarife gleich viel. Erst ab dem zweiten Jahr erhöht sich der Preis für die leistungsstärkeren Tarife. So kannst du ganz einfach ausprobieren, welche Surfgeschwindigkeit du brauchst. Und möchtest du nach dem Probejahr in einen günstigeren Tarif wechseln, dann rufst du ganz einfach vor Ablauf des ersten Jahres bei der Vodafone-Kundenbetreuung an. In fast allen Tarifen ist eine Festnetz- und Mobilfunkflat drin. Als Nicht-Vodafone-Kunde zahlst du einmalig eine Aktivierungsgebühr für den Anbieterwechsel. Nutzt du einen Vodafone-Mobilfunktarif, profitierst du zusätzlich von einem Kombi-Rabatt. Mehr Infos dazu verrät dir gerne unser Berater. Eine schnelle Glasfaserleitung verdient natürlich nur die beste Hardware. Darum gehört auch ein Router zum Vertrag. Vodafone bietet zwei aktuelle Modelle der Fritzbox an. Du kannst den Router mieten oder kaufen. Was sich für dich im Einzelfall lohnt, dazu berät dich ein Vertriebsmitarbeiter im persönlichen Gespräch. Und was ist jetzt konkret zu tun, wenn der Glasfaseranschluss in die eigenen vier Wände soll? Die wichtigste Voraussetzung für den Glasfaseranschluss ist der Grundstücksnutzungsvertrag. In diesem Schreiben erteilt der Grundstückseigentümer seine Zustimmung, dass über sein Grundstück Glasfaserkabel bis ins Haus gelegt werden dürfen und der Hausübergabepunkt im Haus angebracht werden darf. Um den Internetanschluss auch nutzen zu können, ist zusätzlich noch ein Vodafone-Vertrag notwendig. Der Vertrag ist vergleichbar mit einem normalen Internetvertrag. Darin werden die Tarifdetails vereinbart. Vertragspartner ist, wer den Anschluss benutzt. In einer Wohnung also zum Beispiel die Mieter. Keine Angst vor dem Papierkram. Ein Vodafone-Mitarbeiter unterstützt dich beim Ausfüllen aller notwendigen Dokumente. Unsere Mitarbeiter beraten dich in unserem Shop oder Glasfaserbüro. Auf Wunsch auch bei dir zu Hause. Wir hoffen, du hast einen guten Überblick bekommen, wie du dich ans Glasfasernetz in Dresden anschließen kannst. Alle wichtigen Infos und Kontakte findest du auch nochmal auf unserer Website.
Und jetzt lass uns gemeinsam die Digitalisierung angehen, um dein Zuhause zukunftsfit zu machen. Also, schließ dich an. Wir freuen uns drauf.